Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Heute machen wir eine Einzelspielersaison, natürlich, genau. Heute schaffen wir den Aufstieg. Ich würde mal sagen, gewinnen wir heute souverän das Spiel. Ich weiß gar nicht gegen wen und welche Schwierigkeitsstufe. Wie ihr seht... Hä, was ist mit deinem Koke passiert? Ja, ganz einfach, der hat's mir nicht gebracht dafür, dass ich den für 20.000 verkaufen kann. Da gucke ich lieber auf dem Transfermarkt, ob ich da irgendeinen für, keine Ahnung, 5.000 krieg und verkaufe den und kann mir dann davon irgendeinen gescheiten Spieler richtig, irgendeine gescheite Mannschaft noch kaufen oder einen anderen Spieler, weil der hat's einfach nicht gebracht, fand ich, ganz ehrlich. Und oder ich hole mir den normalen Koke oder sowas, keine Ahnung. Also ich fand den nicht so pralle, dass ich da jetzt so viel Geld in der Mannschaft habe. So unnötig, sag ich jetzt mal. Hatte ich leider jetzt keinen Ersatz für. Deswegen lasse ich den Nolito nochmal spielen. So, aber hauen wir mal rein. So, auf Weltklasse. Na, geil, okay. Okay, geil. Flanken geben, da bin ich ein Gott drin, sag ich mal. Ja, genauso wollte ich das. Komm, einen Versuch gebe ich noch. Komm. Oh, auch noch mit meinem Premium-Spieler hier. Mit meinem Nolito, mit meinem allerbesten Flankengeber. Besser konnte man nicht okay in die Saison starten. Es kommt scheint an mit dem Aufstieg und wirklich zu klappen. Und ja, wer weiß, Manni, vielleicht ist sogar der Titel noch drin. Oh Gott. Okay. Ja, so Petrus, schwacher Fuß. Und breites Tor und dann so, komm schon. Gib mir den Ball. So. Da vorne damit jetzt. Hä? Alter, lass den Ball halt nicht durch. Das darf auf Weltklasse nicht passieren. Definitiv darf sowas nicht passieren. Erstes Spiel des Tages, deswegen verzeiht ihr, wenn ich ein bisschen abmove. Ich war heute den ganzen Tag nicht da, sonst hätte ich mehr gezockt. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da so, ist es jetzt frei. Komm, komm, hol dir. Jol, das ist ein Tier. Tja. Und nein, nein, nicht flanken. Scheiße. Gut. Oben läuft er. Den habe ich gesehen. Mein Petro. Und weil das so ein geiles Tier ist, trickst er sich jetzt da durch und dreht den Ball dahin ins Eck. Oh. Schade, aber der Trick war einfach geil. Der bringt einfach mega. Vielleicht in irgendeinem Video sage ich euch, wie der geht. Weil das kann man nicht so zwischendurch. Das muss ich euch dann schon zeigen. Bescheid, wie das funktioniert. Weil das ist nicht so eine Sache von... Ich mache jetzt einfach mal. Das muss man üben. eBay. Ja, ja, die englische Übersetzung braucht. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, Hunde. Stark. Fabregas. So, der Pedro kann die geilste Flanken, da kann er vorher in Frankreich mal weggehen. Der bringt nämlich solche Flanken hier und da köpft er und er macht das Tor. Bam, mit Ansage. Hupi! Xavi Alonso mit dem Kopfballtor. Hab ich auch noch nicht gesehen. Xavi, die kleine Schabe, ne? So. 13. Minute auf Weltklasse, ne? Will ich nur mal sagen. Oh, Schatz, mein Spieler war hier. Der war wahrscheinlich schon ein bisschen ausgenockt. Hat sich schlafen. Bam! Nein, nein, was war das denn für ein Pass? Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Nein, weg damit. Und Pedro läuft. Da schon. Aber weil mein Team so geil ist, warte mal, holen die sich hier den Ball zurück. Sie verstehen sich Scheiße. Nicht. Hat fast nicht gefehlt oder so. Ach komm, jetzt gib mir den Ball. Nein! Und okay, die Flanke landet genau bei so, einem Abwehrspiel. Weil der Pedro rennen kann, rennt er jetzt. Und schickt da unten, ich weiß gar nicht, wer ist denn das? Nolito. Nein! Und was ich auch ganz schlimm fand an Pedro, an Koke,
Der konnte nicht schießen und war langsam. Und das hat mich angekratzt. Der hat nichts gebacken gekriegt, was im Sturm zu tun war. Also ich habe manchmal echt Schüsse drauf, Schüsse gehabt. Die waren zum Wegdrehen und Kotzen, weißt du? Und das sollte halt ein IF-Spieler nicht machen, wenn sie kotzen will. Ihr versteht schon, wie ich meine. Scheiße, das war doof. Durch die Mitte geklärt. Ah, aber der geile Fabregas. Was? What the fuck? Schon wieder so ein Scheißpass. Diesmal kann ich das nicht so leicht ausbügeln. Ja, okay, doch. Den hielt sich noch in Grenzen. Alles geklärt. Nicht. Ja, das könnte was nicht. Boah, ein Schuss. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Petro, der rennt nicht. Komm, lass mal Petro laufen, ey. Boom, lauf Pedro! Das ist halt echt. Pedro. Der ist schnell ohne Ende, ne? Der kann halt auch mal so einen Schuss, ne? Der kann den auch mal irgendwie in Richtung Tor setzen. Ein Versuch der und schießt nicht so grottenschlecht, weißt du? Die verstehen sich blendend. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der Meisterschütze, ne? Aber der kann wenigstens ein bisschen was. Und kostet vor allem keine 40.000. Er bereitet sie vor. Zack, der rennt einfach nach vorne, weißt du? Und der macht dann sein Tor. Wenn der Pedro spielen lässt, dann haut er auch mal so, wenn er alleine vors Tor läuft, dann macht er den auch selber. Und holt sie auf der anderen Seite, wo er eigentlich steht, den Ball. Also, Pedro, mit dem bin ich echt zufrieden, aber mit dem Koke echt, das war nichts. Das war nichts. Pedro, ach, mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig ja, selbst Pedro, in Gefahr. Pedro, geil ist, läuft mir nach hinten. Oh, fast zu langsam. Soldado. Soldado, der kann auch mal. Oh, ich will nicht übertreiben, ah, angedrehte Bälle mit Soldado ist nicht so geil. Schade. Hätte ein geiles Tor werden können. So, komm. Eins kriegen wir noch rein vor der Halbzeit. Und dann kommt wieder der Kommentator. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis. Wenn sie hier gewinnen wollen, dann müssen sie auf jeden Fall noch eins drauflegen. Mein Gott, was soll er da anders ja, machen, komm. Freistoß. Schnell ausgeführt. Dann sie. Hä? Alter, was eine Scheiße. Tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Guck's dir an, ne? Das muss er boah, ja, das war auf jeden Fall ein deutliches Foul. Ganz klar. Goldentscheidung des Referees sehen wir hier ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Sowas nennt man souveränes kein Torwartspiel. Der Torwart einfach zu gut für sowas. Warum Soldado kommt mir nach hinten und kämpft sich den Ball? Ja, weißt du, so will ich das sehen. Gut gemacht. So. Petro genial ist. Oh, der Nito. Jawohl, ah, abgefangen. Das sieht aus wie Training. Zeigen perfekt. Können, ne? Ist auch mal was geschossen. Kriegt. Oh, was ein Pass. Schade. Den kriegt man nicht. Soldado. Und mein geiler Schuss. Ah, der war das zu hoch. Das zweite Tor auf den Fuß und dann der Xabi Alonso, der kann richtig genial hier schießen. Den einen hat er schon gemacht krass, und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Also schießen kann er auch. Wenn es drauf ankommt, schießt er auch mal einen rein. Marcelo. Nee, das war nicht so geil. Aber gut durchgesetzt vom Kopfball kommt leider trotzdem beim Gegner an. Bisschen kacki. Komm, holen dir. Und Achtung, genau hingeschaut. War ein Aus. Flanke. So, gut gemacht. Kurzer Pass. So, ich nehme mal ganz kurz Pause. Und weiter geht's. Der Nito. Der jetzt auch nicht der Beste ist, aber wenigstens mal Pässe bringt. Also welche die Spieler Petro öffnen. Damit Petro seine Flanke bringt. Aber ein Eckball. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. So, der Piquet macht seinen Kopfballtor. Das ist der Hammer. Ne? Der macht einfach jede Möglichkeit per Kopfball. Schöne Ecke, echt schön krass verwandelt. Runde Sache. Der ist kopfballstark ohne Ende. Also ist immer eine Gefahr gegen den Eckball. Wenn er an den Ball kommt, Bescheid, dann ist er. Oh, da wollte er sich durchtricksen. Hat er nicht geschafft. Und jetzt ist Halbzeit. 2 zu 0. Es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2 zu 0. So, und weiter geht's.
Komm schon. Pause ist vorbei. Nein. Es ist alles in Ordnung. Schiedsrichter Salgado. Pfeift die zweite Halbzeit. Ein Longshot. Oh, du Alter, war gar nicht so schlecht. Ganz sicher unter Kontrolle. Super Leistung. Ja, aber das war natürlich auch eine erhebliche Distanz. Soldado. Und was ein Pass. Ah, schade, kommt er nicht ganz hin. Souverän, schade. Wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Ah, setz dich durch. Stark. Genauso will ich das sehen. Und die Abwehr aufmerksam. Xabi Alonso. Nein, er kommt dazu rein. Schade. Da kann der Keeper relaxen. Es gibt da Abstoß. Da kann der Keeper relaxen. Nein. Der Keeper kann ja nichts relaxen. Vielleicht der Ball nach vorne kommt. Nicht so. Wunderbar gemacht. Das Bällchen nein, läuft hier so hin und her. Macht genau das, was die Spieler wollen. Nein, auch nicht ganz so. Nein, so auch nicht. Boah, Alter. Ja, mit Glück, dem Fuß so zu zielen, das ist schon verdammt schwer. Was soll der also Trainer ein guter Spieler machen? Hätte ihn reingemacht. Er ist jetzt gefragt. Er bringt nochmal einen frischen Mann. Sie müssen hier was unternehmen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und vielleicht, so sagte sich der Coach, klappt's mit einem was? Frischen Spieler. Was? Dann ist zu dem, ey. Ja, toll. Was, Alter, was hat denn das für einen Sinn, den Ball da hochzulegen? Dachte, oh. Wollte den Ball richtig schön im Lauf spielen und kackt er da so nach oben. Lolito! Schade, kann ich nicht durchsetzen. Ist halt ein kleiner, gell? Ein kleiner. Der Ball ist frei. Boah, nee, er kämpft sich schön. Kommt einer der Gegner mal an. Und der Angriff wurde gestoppt. Echt krass eigentlich. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Dass die sich so übel durchsetzen können. Ja, das war im Singleplayer. Also Einzelspieler-Saison. Aber so weggeschoben werden im Multiplayer. Also Soldado. Verstehe ich nicht. So, Nolito mit seiner ersten geilen Flanke. Fragezeichen. Jetzt eine Flanke. Vielleicht mit Soldado als Abnehmer. Keine gute Flanke. Boah. Nee, nicht ganz so geil. Habe ich mir besser vorgestellt. Toller Pass. Schön durchgesetzt. Und wieder hat er die Aktion defensiv hervorragend zerstört. Situation wurde geklärt. Und ein schöner Ball. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ball. Der will da durchsprinten oder was? Komm. Ja, wir haben mal lesen. Da steht nämlich drauf, nicht mit den Piqué. Ball auf dem Flügel. Oder vielleicht doch. Nein, der Piqué rettet ja, das Ball noch. War im Tor gut gemacht. Eckball. So, aber Ecken. Ja, da habe ich mal Piqué stehen, da passiert nichts. Kann ich im Voraus sagen, dass da nichts passiert mit dem Piqué. Boah, stehen die gerade offensiv oder was? Können sie die Flanke verwerten? Da hat der Torwart ganze Arbeit geleistet, obwohl der Schuss sehr hart war. Oh, das war scheiße. So, da kommt Nolito. Soldado. Ah, da kommt er nicht den durch. Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Mist. Oh, oh. Aber sag ich echt, oh, oh, die können nichts. Jetzt kann ich oh, oh sagen. Aber ich vertraue ja meinen Abwehrspielern. Scheiße. Boah, Glanzparade von Casillas. Ist in einer fantastischen Form. Also der hält gerade echt gut. Alle Achtung. Also, aber online verliere ich trotzdem leider, auch wenn er so gut hält, weil ich einfach nicht so gut bin. Ganz souverän gehalten vom Keeper. Und da ist er gerade ohne Witz, oh, allein ohne dass ich dann auf den Knopf rauskommen gedrückt habe, ist er da rausgekommen. Weil der geile Casillas wusste, den kriege ich. Hey, nicht dahin laufen. Das ist eine blöde Idee. Voller Einsatz gegen den Mann. So. Pedro. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Hol dir. Schade. Fabregas. Was halt bei Pedro auch ein Nachteil ist, also es gibt natürlich immer Nachteile, aber bei der nächsten Spielunterbrechung wird sobald das er Team wechselt. In Zweikampf geht, wird er weggepustet, weil Zweikampf ist echt nicht seine Stärke. Da wird er halt einfach weggeblasen.
Mascherano hat den Ball. So, oh, ein Lauf, Roland, war ein bisschen schnell. Schickt den Pedro. Ja, war nicht so geil geschickt. Aber egal. Machen wir schon. Ne? Komm, komm, komm. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Total sinnlos. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es einen frischen Spieler. So, schön, sagst du, Casillas. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Xavi Alonso. Oh, dann Marcelo läuft da klasse mit. Den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Peter attackiert. Und eine gute Flanke? Ah, fast. Das war wichtig, wie er aber aus der zweiten ist, Reihe auch die nicht. Situation schade. Schade für Roulade. Oben nicht aufmachen, ist aber schlecht. Und unten auch nicht. Aber Piquet ist so ein Tier, der holt sich den trotzdem. Auch wenn er nicht der Schnellste ist. Und Nito kann sich durchsetzen, finde ich gut. Nein! Oh, nicht den Ball verlieren. Boah, aber stark holt er den Ball dann noch. Soldado. Und? Ah, Marcelo, schießen ist echt nicht seins. Also Abwehr ist er richtig gut, aber schießen... Ja, da gibt's auch bessere. 7:1 Paraden, wollte ich nur mal sagen. Mein Torwart hat 7 Paraden, sein Torwart hat nur eine. Was will uns das sagen? Vorne damit. Soldado. Und. Oh, damit hat er 2 Paraden. Stark. Ah, schade, Pedro. Den hätte er machen können. Darf man auch mal machen. Aber dafür kommt jetzt. Ah, ne, Puyol. Der hat kein Kopfhalter geschossen. Kein einziges Kopfhalter geschossen. Aber Alonso. Oh. Okay, ich würde sagen, es bleibt bei dem 2:1, wenn mich nicht alles täuscht. Wer hat dann wird dann arg nicht mehr viel passieren. Arg nicht mehr viel passieren, so. Deutscher Satz. Oh, aber da kommen sie nochmal. Ein Juan Fran ist hoffentlich schnell genug da. Ja, finde ich gut. Juan Fran. Und damit ist das Spiel beendet. 2:0 gewonnen. Nicht mehr im Keller zu stehen. Und mit was für einem grandiosen Spiel sie sich hier gerettet haben. Ich würde mal sagen, 8,6 hat mein Torwart. Also der ich hoffe gerade und richtig ich bin gut. Sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht, wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Richtig mein gut. Name also, ist Manni Breukmann. Ich dann sage würde ich mal sagen, tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Wir haben den Aufstieg geschafft. Nee, Quatsch. Wir halten im Moment die Liga. Haben aber noch 6 Spiele, um nur 6 Punkte zu machen und einen Titel zu holen. Das heißt, alle 3 Spiele müssen wir jetzt gewinnen und ich denke, das kriegen wir hin, oder Leute? Also dann, bis zur nächsten Folge und bis tschüss.